In diesem Erklärvideo zeigen wir euch, wie ihr aus einem Kiefernzapfen eure eigene Wetterstation basteln könnt. Dafür klebt ihr mit Flüssigkleber einen Zahnstocher so in die Schuppe des Kiefernzapfens, wie ihr es hier seht. Auf der Skala könnt ihr dann ablesen, ob das Wetter eher nass oder eher trocken ist. Aber wie funktioniert das genau? Viele Lebewesen reagieren auf Wetterveränderungen. Zapfen wie dieser Kiefernzapfen schließen sich bei Nässe und öffnen sich bei Trockenheit. In den Schuppen der Zapfen befinden sich die Samen der Bäume, mit denen sie sich fortpflanzen. Die Zapfen sind also die Früchte der Nadelbäume. Wenn die Luft feucht ist, also zum Beispiel wenn es regnet, dann quillt die Struktur der Schuppen ein wenig und dadurch schließen sich diese Schuppen. So werden die Samen nicht nass und bleiben vor Wasser geschützt. Bei Trockenheit verlieren die Schuppen die Quellung und öffnen sich. Dann können die Samen aus den Schuppen rutschen und der Wind trägt sie in verschiedene Richtungen davon. Dieses Phänomen machen wir uns bei der Wetterstation zunutze. Wenn ihr die Wetterstation an einen Ort mit wechselnder Luftfeuchtigkeit stellt, wie zum Beispiel das Bad, dann könnt ihr dies besonders gut beobachten. Viel Spaß beim selber basteln! Tschüss!